Hey Mann, Casey, siehst dir an! Siehst dir an, Mann! Was, Joe? Was meinst du denn? Ja, schau doch mal, Mann! Siehst dir an, verdammt! Ich seh's nicht, Joe! Ja, was? Sieh doch mal! Sieh, Mann! Ja, wo soll ich denn schauen? Dann sag mal genauer! Das ist die Freiheit, Mann! Siehst du sie? Tatsächlich! Hier in Afrika, endlich die Freiheit! Endlose Weiten! Endlose Weiten, ja! Die Steppe ist unendlich! Alles gehört jetzt uns! Das ist so geil. Ja. Mann. Da vorne siehst du ihn, da steht er schon. Unser Jeep. Oh, geil, ein Hammer. Ja. Hast du gut geordert, muss ich sagen. Ja, ich hatte ja bestellt einen Jeep. Ja. Aber ich wusste jetzt auch nicht, dass es ein Hammer wird. Richtig geil. Das ist natürlich geil. Richtig geil. Jetzt müssen wir nur noch abchecken, ob die Waffen und dass der Proviant drin ist. Ja, ich hätte eigentlich schon geordert, dass sie alles vorbereiten für uns. Das werden wir gleich sehen. Ich habe gesagt, scheißegal, was es kostet, ich zahl's, stellt mir einen Jeep hin. Voll geil, ey. Mit der Liste der Ausrüstung und fertig. Naja, top. Da habe ich jetzt nicht lang rumgeschissen. Ja, du bist der Beste, Casey. Du bist echt der Beste. Ja, Vorbereitung ist das A und O, Mann. Ja. Das weißt du doch. Ja. Ich habe mich schon 2 Jahre auf den Trip gefreut. Ja, ich mich auch. Ja, richtig geil. Wenn alles gut geplant ist, dann macht's einen heiden Spaß. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich auch nicht. Na gut. So, da wären wir. Na. Ja, dann zeig mal, ist alles drin, was wir brauchen? Okay, wir können Bestandsaufnahme machen. Ja, warte, gib mir mal die Liste. Warte, ich muss durchblättern. Naja, okay. Hier haben wir es. Suchst du, oder? Ich hack ab. Hackst Warte du mal, ab? Gib okay. mir mal, gib mir mal einen Stift. Ja. Nun gut. Ja, passt. Also, wir haben als Bestand 4 Handgranaten. 4 Handgranaten. Warte, habe ich. Dann haben wir 2 Jagdmesser. Jagdmesser habe ich auch. 2 Jagdmesser hast du, gut. Dann 8 Molotow-Cocktails. 8 Molotow-Cocktails? Ja. Warte. Ja, okay. Habe ich auch, hack ich ab. Gut, dann eine Browning M2 Kaliber 50 BMG. Ja, ist hinten auf dem Jeep montiert. Ja, habe ich auch noch geordert. Voll geile geil, Idee, ja. Oder? Du bist echt der Beste, Casey. Du könntest fahren und ich stelle mich hinten drauf. Falls ich was sehen, Mann, kann ich gleich. Das wird richtig geil. Bisschen rein halten. Ja, okay. Ja, okay, hake ich ab. Ist abgehakt. Und dann haben wir einen RPG Rocket Launcher. RPG Rocket Launcher. Warte, oh, ist da das, hinten ist steckt das, er, ja. Ist ja. das Ding schwer, Mann? Ja. Alter. Oh. Das wird aber einen heiden Spaß mit dem rumzuballern. Hack ich ab, ja, hab ich. Dann 2 Speere. 2 Speere. Ja. Ja, ja, hab ich auch abgehakt. Dann eine Harpune. Oh, Harpune. Ja. Ah, die habe ich gar nicht gelesen auf der Liste. Für was hast du Harpune hier in Afrika in der Steppe? Für was willst du da eine Harpune? Ja, ich hab mir gedacht, falls wir mal einen See sehen, dann könnten wir auch ein Krokodil schießen. Oh ja, das ist ja, oder? Ja, Top-Idee, ja, muss natürlich. Ich sagen. Gut, dann werden noch eine Elefantenbüchse. Elefanten. 700 Punkt Nitro Express. Oh ja, das ist mal ein richtiges, ja, das Kaliber. Brauchen wir. Das ist natürlich das Wichtigste. Ja, warte mal. Habe ich auch. Okay. So. Dann haben wir noch, also jetzt kommen wir zum meinem Bestand, den ich geordert habe. Kannst du da schauen schnell? Ja, schau. Also ich. Das wäre eine UMP 45. UMP 45 ist. Ja, habe ich auch. Ja, schon ein schönes Stück ist das. Hack ich ab. Gut, dann eine Pistole P99. P99 habe ich, warte mal. Gut. Ja, habe ich auch. Dann eine Fährlacher Kipplaufbüchse, 308 Punkt Kaliber. Ja, warte mal hier.
Habe ich auch abgehakt. Gut, dann habe ich noch eine Spaß 12 Kaliber 1270. 1270, ja, Schrotkaliber. Ja, halt. Ja, habe ich auch. Warte, ich revidiere mal durch. Okay, alles funktioniert. Dann haben wir noch ein Barrett M98 Scharfschützengewehr. Oh, ja, super Gerät. Das hast du top ausgesucht. Ja, ich stehe auf das Teil. Ja, was für Vergrößerung hast du drauf? 12-fach. 12-fach, ja, das reicht leicht. Ja, natürlich. Muss ich schon sagen. Ja, hake ich auch ab. Okay. Und dann habe ich noch eine AK-47 dabei. Oh, AK-47? Ja, ich stehe einfach auf AK. Ja, habe ich auch. Gut. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Revolver Nummer 3 dabei. Revolver Nummer 3, das ist auch nice. Eine Rarität aus dem Wilden Westen. Oh, schön, ja. Schön, ja. Okay, habe ich auch abgehakt. Oh, und was hast denn du Schönes dabei? Jetzt ja, dann schauen wir meine Liste. Ja. Ja, ich habe mir auch ein paar so schöne Stücke, ja, hast du dabei. Gut, 08 Pistole. Pistole 08, ja, die habe ich natürlich, weil das ist ja... Das ist eine Rarität. Ja, das ist das Erbstück von meinem Opa. Oh, schön. Die hat er noch damals im Zweiten Weltkrieg benutzt, höchstwahrscheinlich, und hat er mir vererbt. Die hat er versteckt. Geil. Die hat er im Garten vergraben, wo die eingelaufen sind. Wow, geil. Ja. Ja, dann, was hast du noch? Eine P90? P90 Maschinenpistole, ja. Mit P90, okay, schön. Und dann ein Mercury Repetierer, Kaliber 308. Mercury Repetierer, ja, habe ich auch abgehakt. Okay. Dann eine Desert Eagle, geil. Ja, Desert Eagle, ich habe mir gedacht, falls mir mal. Geil. Ja, falls es hart auf hart kommt, ja. Hey, falls mal was zu nahe kommt, bist du mit der Desert Eagle natürlich gut aufgestellt. Ja, muss ich auch sagen. Ja, muss ich auch sagen. Normal reicht eine Desert Eagle. Aber gut. Ja. Oh, dann hast du noch eine Stakeout dabei. Cool, mit der will ich dann auch mal schießen. Ja, klar kannst du die auch mal schießen. Eine Stakeout 12G, schönes Stück, ja. Ja, Schrotflinte brauchst du einfach. Ja. Hilft nichts. Ja. Und dann haben wir noch eine Viga PG 945. Ja, das ist auch drin, oder? Das ist jetzt mein Scharfschützengewehr. Richtig geil, ja. Ich habe mir aber nur eine 8-fache Vergrößerung drauf machen lassen. Ja. Weil ich denke mal, das reicht auch. Ja, das müsste reichen. Sonst können wir meine umbauen schnell, dann kannst du den 12-fach durchziehen. Ja, wenn es passt, ja. Okay, und dann hast du noch dabei eine ACR Bushmaster, okay. Die ACR natürlich, Bushmaster, ja. Die ist natürlich auch sehr nice, muss auf alle sagen. Fälle, ja, ist richtig nice. Ja, okay, und gut, dann noch zum... Ja, das war es eigentlich, oder? Vom Waffen sind wir... Waffen, mehr haben wir nichts dabei. Vergessen, nein, mein, von deiner Liste ist alles dabei, oder haben sie nichts alles, vergessen? Nein, ja. Also ich habe eigentlich alles da. Ja, das ist top, okay. Ja, top. Gut, um dann noch zum Allgemeinen kurz, dass wir das schnell durchgehen, das Unwichtige. Ja, Verpflegung halt. Ja, das Unwichtige. So ein Gaskocher. Gaskocher. Das hier, oder? Habe ich hier, ja, abgehakt. Dann ein Zelt. Zelt sollte man auch haben, ja, habe ich auch hier. Dann 30 Liter Wasser. Ja gut, die sehe ich, die stehen da. 30 Liter Wasser. Ja, hier in Plastikflaschen abgefüllt ist. Die können wir einfach liegen lassen. Ja. Wollen wir nicht lang rummachen. Ja, die schminken wir und schmeißen wir einfach hin. Ja, klar. Okay, und dann zwei Schlafsäcke. Schlafsäcke haben wir auch. Alles okay. Klar. Warte mal, ich schaue nur kurz rein, ob da auch wirklich Schlafsack drin ist. Und? Ja, passt. Okay. Gut, dann eine 30 Liter Wasser. Hast du ja gerade schon gesagt. Das habe ich schon gesagt. Okay. Dann 5 Packungen Gummibärchen. Ja, das ist Nervennahrung natürlich, bei dem Stress. Gut, die sind natürlich da, ja. Ja, haben wir dann auch. 10 Dosen Bohnen. 10 Dosen Bohnen. Dosen, warte mal. 15, zähl mal nach. Warte mal, wo sind hier die Dosen, bitteschön? Ja. Warte mal, 1... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Okay, haben wir alles da, ja. Ja, dann aber 10 Dosen Pfirsiche müssten auch noch da sein, aber die brauchst du nicht alle zählen. Nein, aber ich nur mal überfliege mal schon. Also hier, 2, 4, 6, 10 passt. Okay, passt. Gut, dann haben wir 30 Dosen Flying Horse. Oh, 30 Dosen Flying Horse. Also das ist natürlich Pflicht. Ganz wichtig, ja. Fit bleiben. Haben wir hier. Okay. Dann 5 Flaschen Whisky. 5 Flaschen Whisky ist natürlich auch äußerst wichtig. Ja, äußerst wichtig. Und dann noch 20 Flaschen Bier. Gut, das sehe ich da, den Träger. 20 Flaschen Bier, ja, die haben wir alle hier. Und 3 Feuerzeuge noch. 3 Feuerzeuge. Das wäre es jetzt. Ja, warte, ja. Ja, passt. Okay. Soweit wäre das alles auf der Liste. Haben wir alles auf der Liste, oder? Müsste alles drauf sein, ja. Okay. Alles klar, Dude. Dann lass uns mal losstarten, oder, würde ich sagen. Ja, Bro, Mann. Ja, Mann. Crazy auf alle shit. Fälle. Ist total crazy. Das wird richtig amazing, ja. Ich freue mich schon. Absolut amazing. 2 Mann. Jahre freue ich mich schon auf diesen Trip. Ja, das wird top, Mann. Ja, Mann. Würde ich sagen, fahren wir mal los. Ja. Siehst du da vorne die kleine Baumreihe da? Oh, das ist aber ganz schön weit entfernt. Ja, es ist ziemlich weit weg und mit unserem Hammer sind wir da gleich, Mann. Fährst du das, soll ich? Dude, ich werde fahren. Oder nein, fahr du. Hey, danke, Bro, Mann. Na, dann kann ich mich dann hinten auf die Browning stellen, wenn es wäre. Okay, was denkst falls du? Falls wir was sichten. Denkst du, in der Oase ist was, da hinten? Ja, es könnte schon sein, hey. Schauen wir mal. Bei so einer Oase, wo ein bisschen Schatten ist und so. Was treiben sich da für Mistviecher rum? Könnte schon irgend so ein Drecksvieh rauskrabbeln. Okay. Aus ihren Löchern. Ja, dann lass uns nachsehen, Bro. Ja, alles klar, Dude. Okay. Ich würde sagen, fahren wir einfach mal los, oder? Ja, Mann. Okay, warte, schmeiß an die Karre. Ich steig noch drauf kurz. Okay, Mann. Alles klar, Mann. Gut, dann warte. Schmeiß mal an. Dann starte ich jetzt. Oh, das ist ein Zaun, Mann. Absolut. Ja, okay, Mann. Los geht's. Würde ich sagen, schauen wir mal, ob uns da vorne irgendwas über den Weg läuft. Ja, Mann. Yippee-yay, Mann. Absolutely amazing, man. Ja, schau mal, wir kommen hier, wir sind eh gleich da, Mann. So weit ist es auch nicht. Das geht gut ab, der Hammer, Bro. Ja, voll. Das ist natürlich ein übelst geiles Teil. Ja, ein richtig nices Gerät ist das. It's amazing product, man. Ja, auf jeden Fall. Absolutely. Ja. Absolutely amazing, man. Yes. Ja, Dude, soll ich mal hinten aufs Browning raufklettern? Ja, warte noch. Ja, warte, oder soll ich nicht schon mal rauf? Dann könnte ich schon mal reinstrahlen. Und du kannst schon mal ein bisschen spähen, ja. Strahlen wir einfach mal in den Wald rein hier. Ja, warte. Vielleicht läuft was raus, Mann. Warte, ich fahr hin ein bisschen noch ein Stück, dann dreh ich um, warte. Ja, schau mal, da ist noch so ein kleines Waldstück. Ich würde sagen, wir fahren immer im Kreis um das Waldstück rum und ich strahle einfach voll rein. Echt, meinst du? Ja. Okay, dann los geht's. Vielleicht läuft was raus, warte, ich kletter mal hinten raus, Mann. Okay. Ich kletter mal rauf, Alter. Wow, wird das amazing, Mann, komm schon. Absolut amazing, Mann. Und los geht's, komm, ballern, Mann. Soll ich einfach mal reinstrahlen, oder? Ballern, strahl, Mann. Ja, Alter, los geht's, Mann. Dude. Yeeha. Yippee-yay! Scheiße, Mann, da läuft ein Elefant raus. Siehst du den, Mann? Boah, ja, was für ein Gerät, Mann. Schieß drauf, Mann. Legen um das. Ja, Mist. Warte. Los, ich warte, schieß ich ihn, hab ihn. Mann. Oh. Yippie-yay. Oh, Mann. Yeah, Mann. Das ist absolut amazing. Jetzt liegt er. Der platzt ja richtig. Halt noch mal ein bisschen drauf, Mann.
zuckt noch ein bisschen. Mehr noch. Einmal noch, Mann. Einmal noch. Okay, ich glaube, das reicht, Mann. Gut. Hör auf. Ja, passt. Okay. Passt. Ja, warte, Mann. Bleib mal stehen. Ja. Na gut. Ja, Mann. Dann würde ich sagen... Schaut gut aus, würde ich sagen. Ich würde sagen, schneiden wir ihm den Kopf ab, oder? Ja, das Trophäe, wir sagten doch, wir nehmen nur die Köpfe, oder? Ja, klar. Alles andere... Das steht auf jeden Fall noch. Damit wir unseren Homies daheim alles zeigen können. Ja, genau, Mann. Okay. Genau. Dann wird natürlich ein bisschen kompliziert, das nach Hause zu schmuggeln, aber irgendwie, ich habe Beziehungen, weißt du. Okay. Sag ich meinen Kollegen hier, der stationiert ist, soll es über Militär mit dem Militärflugzeug nach Hause fliegen. Ja, das ist kein Stress, Mann. Okay, Casey, los geht's. Lass uns mal hingehen. Alles klar, Dude. Spring runter vom Truck. Okay. Alles klar, schauen wir uns mal an. Oh, das hast du ja ganz schön getroffen, das Vieh. Sauber niedergemetzelt, würde ich mal meinen, ne? Wahnsinnige Schüsse, Bro. Ja, absolut amazing. Das hast du richtig gut gemacht. Ja, okay, sollen wir dann schneid Trophäe, mal, oder? Dann schneid mal den Kopf ab. Soll ich, oder was? Ja. Alles klar, Mann. Und lass uns mal anfangen. Au. Das macht sich sehr gut an deiner Trophäenzimmer. Dein Trophäenzimmer. Ja, aber es ist ganz schön eine Sauarbeit. Ja. Dass du da durchkommst, Mann, bei dem Riesenschädel. Wow. Ja, das sind noch Knochen im Weg. Ja, die müssen. Kann ein Stück da. Oh. Geht schon, Mann. Okay. Boah, ey, das Ding ist schwer, Mann. Warte, ich heb dir die Tüte auf. Ja, wie willst du einen Elefantenkopf in die Tüte? Ja, den müssen wir einpacken, richtig. Ein bisschen einwickeln, wenigstens. Ja, komm. Okay. Passt schon, ey. Pack mit an, Mann. Ja, los, auf geht's. Hinten rein in die Laderampe, Alter. Okay. Oh, Mann. Oh. Du musst dir mal vorstellen, Mann, Casey, Bro. Was wir geht denn? Wir sind jetzt erstmal 10 Minuten hier in Afrika, Mann. Und da haben wir schon einen Elefanten erlebt, Mann. Wie geil ist das denn? Das ist absolut crazy shit, Mann. Ja, Mann. Das kannst du mal laut sagen, Dude. Ja, Mann. Das wird ein richtig geiler Trip noch. Absolut amazing. Unglaublich. Hey Mann, warte mal. Was ist, was? Eine Schlange, Mann. Siehst du die da vorne? Ja, geh hin. Ja, warte, ich nehme meine Spaß aus. Scheiße, Mann. Okay. Komm, mit der Spaß kriegst du sie leicht. Leg an. Ja, Mann. Gib dir das mal, Casey. Ja! Nice! Richtig geil! Ja, wow. Warte mal, Joe, es reicht, glaube ich. Ein paar braucht sie noch, Mann. Joe, es reicht, denke ich. Wie willst du den Kopf als Trophäe Mann! Den findest du ja nicht mehr. Ach, stimmt. Ja, dann lade nach, passt schon, aber jetzt lass gut sein. Ja. Ja, den Kopf können wir vergessen, da hast du recht, Casey. Ja, den kannst du nicht mehr brauchen. Na, egal. Egal. Alles klar. Nice. Ja, vielleicht finden wir nochmal eine Schlange, Mann. Ja, dann lass uns wieder weiterfahren. Ja, warte, gehen wir mal wieder zum Cheaten. Ja. Aber das ist echt absolut great. Ja. Dass wir jetzt schon nach dieser kurzen Zeit, Mann. Eine Schlange und einen Elefanten, wie geil, oder? Ja, gut, die Schlange haben wir ja nicht viel davon, aber. Aber sie bleibt in unserer Erinnerung. Ja, auf alle Fälle, ja. Mann. Vielleicht finden wir noch mal eine. Ja, bestimmt. Okay, ja, starten wir wieder los, oder was? Ja, würde ich schon sagen. So. So, ich starte. Start mal, Joe. Ja, Dude. Ja. Schau mir mal, was jetzt noch so vor die Flinte läuft, würde ich sagen. Ein richtig geiler Trip. Absolut, da habe ich richtig was meinen Kindern daheim zu erzählen. Ja.
Das wird richtig nice. Da freuen Sie sich bestimmt, wenn Papa wieder schöne Trophäen mit nach Hause bringt. Auf jeden Fall. Du musst ja auch irgendwo ein Vorbild sein für deine Kinder. Ja, eben. Ja. Deshalb meine ich ja. Ist klar und so. Ja. Aber ich hätte dich auch gern als Papa. Als Daddy. Das glaube ich dir. Ja. Ist ja auch nice. Ja. Hey Dude, gib mir mal einen Whisky rüber. Whisky? Ja. Immer. Ja, danke, Mann. Oh ja, der ist richtig gut. Lass mich auch mal einen Schluck. Oh, lass dir schmecken, Joe. Lecker, ja. Absolut lecker. Das ist der gute Stoff. Ja, Dude, schauen wir mal, was wär noch schön, wenn wir noch vielleicht einen Nashorn finden. Nashorn wäre natürlich richtig nice. Das würde mir auch sehr gefallen. Ja. Das wäre richtig amazing, Dude. Dann brauchen wir aber großes Kaliber für das Vieh. Ja, wir haben ja Elefantenbüchse 700 Nitro dabei. Ja, klar. Kein Problem. Das wäre kein Problem. Zur Not wäre der RPG auch noch am Start. Ja, das ist natürlich die Notlösung. Dann kriegst du alles damit klein. Ja. Oder halt mit unserer Browning. Geht natürlich auch. Ja. Haben wir beim Elefanten schon gesehen. Ja, klar. Richtig gut, Alter. Ja, siehst du das da vorne? Oh ja, was ist denn das für eine Herde? Oh, das sind ja schöne Giraffen. Giraffen? Oh ja. Ja, sollen wir da mal einbremsen hier kurz? Ja, da fahr ich hin. Ja, fahr mal hin. Okay, bleib hier stehen. Ja, das sind Giraffen. Bleib stehen. Ja. Wollen wir uns hinschleichen oder denkst du, die hauen ab? Ja, lass uns einfach mal ein bisschen näher gehen. Ja. Dude. Psst. Ich rede mal. Ja. Schöne Trophäen, würde ich sagen. Was wären da angebracht? Was meinst du, was soll ich ihn nehmen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde es mit der Vega PG 945 versuchen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja. Hier mit meiner 8-fach-Vergrößerung kann ich meine ich richtig schön vielleicht aufs Auge zielen. Nein, nicht auf den Kopf, Mann, den brauchen wir noch. Ach stimmt. Auf dem Hals. Auf dem Hals, ja. Ja. Und der ist ja lang genug. Leg auf den Baumstumpf da auf. Auf den Baumstumpf, das ist eine gute Idee. Ich hab's drin. Lass dir ruhig Zeit, Mann. Genau mittig am Hals musst du sie treffen. Okay, warte. Ich glaube, du merkst schon, dass wir hier sind. Ach du, ganz ruhig. Noch ein Schrei noch. Oh, das Vieh ist aber zäh. Oh. Wow. Jetzt meine ich. Einen noch. Ja. Das meine ich, reicht. Jetzt ich denke auch, sie. Ist gut, oder? Ja. Lass uns mal hingehen und nachschauen. Die anderen sind eh schon weg. Auf jeden Fall. Gute Schüsse, Bro. Absolut amazing. Gute Schüsse, Bro. Du bist ein verdammt guter Schütze, muss ich sagen. Das ist jahrelange Erfahrung. Ja. Weißt ja Bescheid. Klar. Ja. Sieht tot aus, auf alle Fälle. Na, dann lass uns mal den Kopf ab. Ja, diesmal aber du, der Elefant, ich hab keinen Bock mehr. Dann gib her, Mann. Drecksmistarbeit hier. Okay. Fang an. Ah, ja. Der geht schon. Schön. Einfach. Der ist nicht so dick, der Hals. Und hier ist er. Wonderful. So schnell geht das. Ja, wonderful. Warte, ich gebe dir die Tüte. Ja.
Schmeiß einfach hinten rein. Unsere nächste Trophäe. Wieder ein Absolute Nase. Wieder ein schönes High Five, Mann. High Five, Mann. Ja. Wir sind echt die Besten. Ey. Great. Ja. Wir sind echt so unglaublich gut, Mann. Ja. Ich bin gespannt, was wir noch alles finden. Kann sich so mancher Jäger was bei uns abschneiden. Ja. Na, lass uns wieder zum Jeep gehen. Gehen wir wieder zurück, oder? Ja, ja, fahren wir ein Stückchen weiter. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Würde ich schon sagen. Okay, lass uns gleich weiterfahren. Ja, fahren wir gleich weiter. Okay. Und alles klar, Mann. Dude, und los geht's. Jetzt haben wir schon zwei schöne Köpfe. Dude. Ja. Also wie gesagt, Nashörn wäre noch nice. Ja, das wird schon noch hergehen. Ja, ich denke auch vielleicht ein paar Zebras. Ja. Ja, Bro, das machen wir auf jeden Fall klar. Vielleicht finden wir auch tatsächlich mal noch so einen Tümpel. Ein Tümpel wäre auch vielleicht sehr so ein kleines Krokodil. Oder was natürlich der absolute Ober-Amazing Crazy Shit wäre, Mann. Was? Ein Nilpferd. Wow, Mann, ja. Ein Nilpferd könnten wir auch sagen. Scheiße, so ja, Mann. Ein Nilpferd wäre auch so richtig. Tümpel. Oder beides natürlich. Krokodil und Nilpferd. Ja. Das also ein Krokodil wäre schon richtig great, man. Ja, absolut amazing. Crazy shit, man. Ja, ja. Ja. Absolut. Yes. Dude. Ja, Mann. Okay, ja. Ja, fahr einfach mal da vorne, die Böschung, da vorne geht so eine Böschung runter. Ja. Fahr mal runter. Okay. Könnt dann auch mal was zum Fressen. Ja, wir können vertragen. Auch kurz rasten. Könnten wir auch, ja. Ja. Sollen wir mal... Lass uns mal eine Dose Bohnen essen. Ja, essen wir mal eine Dose Bohnen. Ja, machen wir das. Ja. Bleib hier stehen. Ja. Na gut. Ey, scheiß drauf, Dude. Scheiß aufs Essen, Mann. Was schau mal, was da vorne steht, Alter. Das sieht ja aus wie ein Riesenhaufen Scheiße, Mann. Ja, was ist das? Das ist kein Haufen Scheiße, das ist ein Termitenhügel. Echt, oder? Ja. Geil. Was sollen wir da machen? Der sieht doch aus, wie wenn der prädestiniert ist für unsere Molotovs. Oh ja, Mann. Dude, ja, lass uns... Das lass ist doch absolut amazing, würde ich sagen. Lass uns ein paar anzünden und draufschmeißen. Können wir natürlich keine Dinge draus machen halt, keine Trophäen, aber es ist scheißegal. Ja, Mann. Wir sind doch hier, dass wir was wegradieren. Und Spaß haben, natürlich. Ja, absolut, das habe ich. Ich auch, Mann. Richtig geil, Mann. Ja, okay, Dude, pack mal aus, Molotovs, machen wir sie, ja. Okay, dann zünd dich ja an, oder? Soll ich anzünden? Zünd an die Scheiße. Okay, Bro. Gut, los geht's. Und los. Woo! Yippee-yay, Motherfucker! Ja, Mann, richtig crazy, man. Absolut crazy. Schau mal, wie das abfackelt. Ja, oder jetzt kommen sie raus, siehst du? Oh, ja, ja. Riecht noch einen her, Mann. Aber er brennt richtig schön. Richtig schön brennt. Ja. Jetzt warte. Zünd an. Okay, Mann. Und los. Juhu! Yeah. Yay, Dude! Absolut amazing! Sieh, wie sie brennen, die kleinen Mistviecher. Mistviecher, robben sie raus und krabbeln sie rum. Richtig schön, richtig schön anzusehen. Absolut, ja, absolut. Gefällt mir das. Das gehört eigentlich normalerweise gefilmt. Aber ich würde sagen, fahren wir lieber gleich weiter. Ja. Nicht, dass jetzt hier mit dem Feuer, dass noch irgendwelche hier Bush Ranger aufmerksam werden und gleich da sind oder so. Lass uns lieber abhauen. Ja, hast du recht. Lass uns lieber abhauen. Lass uns lieber abhauen. Ja, Mann, ja. Komm, spring rein. Okay. Auf geht's. Yeah, das war doch mal richtig nice. Ja, Mann, gib High Five, Mann. Ja, nochmal High Five, Mann. Ja, Mann. Great. Ja, Dude. Ja.
Ich hoffe, uns läuft noch was Größeres über den Weg. Bestimmt. Die paar Termiten, es war jetzt natürlich schon nur ein kleiner Spaß zwischendurch. Ja. Aber das muss schon mal sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen du... Spaß? Mit der Spaß hattest du ja auch schon. Ja. Ich auch sagen. Ja. Das stimmt. Wundervoll. Absolut wundervoll. Okay. Ja, essen, ja, mei. Ja, wir können unterm Fahren essen. Reich mal die Bohnen rüber. Bohnen? Warte hier, ich gebe dir die Dose. Messer noch aufstechen. Kannst du ja kalt auch essen. Na, lecker. Lecker, oder? Mhm. Ja, reich mal rüber, lass mich auch mal probieren. Oh. Bleib mal kurz stehen, Mann, mit dem Auto. Was ist los? Hey, Dude, was geht? Wieso bleiben wir stehen? Siehst du das, Mann? In der Düne hier. Ich glaube, das ist ein Löwe, Mann. Da vorne bewegt sich was, ja? Ja. Den hätten wir fast übersehen, Dude. Das ist verdammt gut getan, Mann. Den hätten wir eigentlich überfahren auch können. Ja, aber wir sind doch nicht zum Tiere überfahren hier, sondern wir wollen sie doch schießen, eigenhändig. Ja, das stimmt. Das ist doch viel nicer. Aber so mit dem Hammer über den Löwen drüber rollen wäre doch auch great, mein? Das wäre natürlich auch amazing, ja. Das hat bestimmt noch keiner gemacht vor uns. Ja, aber du weißt nicht, danach ist der Kopf total zerquetscht. Das stimmt, ja, das ist blöd. Fällt die Trophäe auch schon wieder flach. Ja. Jetzt unsere Schlange schon... Nein, ich würde sagen, den... Erschießen wir sauber. Diesmal. Ja, und das würde ja auch direkt jetzt hier aus dem Fenster. Wir brauchen ja nur hier aus dem Fenster raushalten. Ja, ja, das machen wir. Würde ich jetzt gar nicht aussteigen. Nein, nicht, dass er uns doch noch anfällt oder was. Ach, der schläft anscheinend. Ja, der ist sehr chillig. Ja. Der ist sehr müde anscheinend. Macht noch sein letztes Nickerchen, bevor ihm der Gar ausgemacht wird. Das Mistvieh könnte einem fast leid tun. Tut es aber nicht. Nein. Sonst wären wir ja keine Jäger. Eben. Ja. Okay. Ja, Dude. Was nimmst du denn für eine Knarre? Tja, ich überlege schon die ganze Zeit, aber ich werde wahrscheinlich die UMP-45 zur Hand nehmen. UMP-45? Die ist neu, weißt du, die gehört noch eingeschossen. Ja, das hört sich vernünftig an für mich, ja. Und du? Ja, ich werde hier, in dem Fall, werde ich mal meine Desert Eagle testen. Ja, das... Die kommt mir vernünftig vor für das Gerät. Ja, da machst du nichts falsch mit der Desert. Ja, es ist ein vernünftiges Kaliber. Ja. In Verbindung mit deiner UMP, da meine ich, hat er wenig Chancen. Ja, wir müssen halt versuchen, nicht den Kopf halt zu treffen. Nein, nur auf den Körper ziehen. Dass er einigermaßen heil bleibt. Ja. Dass wir den Lion seinen Head mit nach Hause nehmen können. Auf jeden Fall. Na gut. Ja, Dude, wie willst du es anstellen oder lassen wir ihn noch kurz etwas ausruhen? Ja. Dann würde ich sagen... Ich hole nur schnell mal meine UMP raus und lade sie schon mal durch. Schönes Gerät. Schönes Stück, ja. Absolut, ja. Habe ich mir extra schicken lassen. Ja, ich weiß, das war absolut gute Wahl. Mhm. Ja, dann werde ich mal meine Desert Eagle hier rausholen. Ja, hier mal schön das Mag rein. Schönes Stück, Bro. Absolut. Einmal durchziehen. Absolut nice. Ja, Mann. Absolut nice. Ja. Ja, und was meinst du? Das ist richtig groovy, Mann. Okay, ich würde sagen, schießen das Mistvieh jetzt tot, oder? Ja, würde ich auch vorschlagen. Sollen wir ihn vorher aufschrecken ein bisschen? Mit was? Ach so, ich weiß auch nicht. Wir hätten noch ein paar Molotow-Cocktails, aber ich weiß nicht. Ist in dem Fall. In dem Fall ist er gleich weg. Ja. Ich würde nur ein bisschen aus dem Fenster pfeifen, dass er vielleicht aufschaut. Ja, dann mach das. Ja. Oder aufsteht. Weißt du was, ich klatsche in die Hände. Ja. Und so. Ich klatsche in die Hände und dann ist er wach, okay? Ja, mach es so. Okay, warte. Leg los. Oh,
jetzt rührt er sich. Er rührt sich, die Sau. Ja, oh, der schaut nicht freundlich aus. Nicht wirklich? Nein, dann wollen wir ihm gleich mal einen Willkommensgruß schicken. Das würde ich auch sagen. Los geht's. Auf geht's. Bisschen geht noch, hey. Oder? Ja, ja, schieß noch rein. Einmal noch. Ich glaube, jetzt ist er tot. Jetzt denke ich, oder? Ja, das müsste reichen. Einmal noch. Okay. Das macht so Spaß. Ja. Alles klar. Ja. Dann war's ja schon, da haben wir schon die nächste Trophäe. Lass uns mal hingehen. Ja. Oh, ja, den hat's ja. Oh, aber den Kopf haben wir zum Glück unversehrt gelassen. Ja, ja, sieht so aus. Ja, ist doch nice. Na gut, ist dann nice, würde ich sagen, gewohnte Tat. Ja, mach du wieder. Ich schneide, mag das ja, nicht ich kann so das gerne. Schneller. Ich mag das nicht so gerne. Oh ja, da läuft ja richtig die Suppe raus. Oh, ja. So. Alles klar, Mann. Dude, da ja, haben wir Mann. Ja schon richtig was richtig eingesackt. Das ist richtig great, Mann. Okay. Und hier ist ja, er. Du hast einen Riesenapparat. Hier ist er. Und rein in die Tüte. Ja. Rauf auf den Kofferraum. Wir sind die besten Jäger, Mann. Absolut. Daheim werden sie uns Hände küssend empfangen. Ja, das kannst du dir vorstellen. Ja, da freu ich mich schon. Das sind wir die Helden. Die Helden der Nation. Ja, Mann. Werden wir sein. So, das wäre geschafft. Ja, ist wirklich absolut nice. Ja, dann lass uns wieder aufspringen auf den Jeep. Alles klar, Mann. So. Ah, los geht's. Los geht's. Reiß den Schlüssel raus. Okay, ja, und los das. Geht's. Ja, da haben wir jetzt doch schon einiges erlebt. Jetzt sind wir gerade mal so kurze Zeit hier, Casey. Und wir haben schon eine Giraffe erlegt, eine Schlange, einen Termitenhügel, den Gar ausgemacht und einen Löwen erlegt. Das könnte doch nicht besser laufen, oder, für uns? Super. Wahnsinn, oder? Das ist absolut amazing. Das ist der Hitman. Absolutely Hitman. Ja, yeah, Bro, das ist so genial. Dude. Ja, Mann. Ja, da sollten wir jetzt schauen, ob wir noch unsere kleine Sammlung ein bisschen erweitern können, oder? Gut, es wird auch schon dunkel, wie ich sehe. Wir sollten dann schon mal einen Zeltplatz suchen, ja. Ja, wo wir dann zelten können. Wo wir unser Lager aufschlagen, ja. Ja. Ein bisschen was essen und so wäre ja auch mal nicht schlecht. Dude. Aber da haben wir genug dabei. Also verhungern werden wir nicht. Nein, verhungern werden wir nicht. Nein. Das ist schon gut, ja. Das ist schon gut so, ja. Muss ich auch sagen. Auf alle Fälle, naja, also mein Ziel wäre ja eigentlich schon gewesen, dass wir hier noch einen Nashornkopf mit nach Hause schleppen. Meinst du auch? Und auf alle Fälle Nilpferd und Krokodil wären noch meine Favorites. Ja, das wäre auch richtig great, ja. Ja, absolut great. Und, naja, Dude, was können wir dann noch? Ach, natürlich wären ein paar Antilopen oder so Wasserbüffel oder sowas. Das wäre auch schön, ja. Wasserbüffel wäre auch noch. Das würde sich auch sehr, sehr gut an meiner Trophäen. Und ja, auf alle Fälle, ja. Das würde die Leute sehr beeindrucken. Ja, meine hier Gäste. Und hier mein Bro von der Army, der kann ja im Transportflugzeug, das ist scheißegal. Das ist halt das Gute, ja. Du kannst richtig einpacken. Das kontrolliert auch kein Zoll und nix. Ist das Billy, oder? Ja, Billy, ja. Ja, Billy kenne ich auch flüchtig. Ja, hast du auch schon mal gesehen. Ist aber ein netter Bro. Absolut, gut. Ja. Naja, was will man machen? Ja, da kannst du nichts machen. Nein. Musst du durch. Ja, auf jeden Fall. Aber wird, ich freue mich schon. Ich freue mich auch schon. Die Augen von meinen Brothers.
Ja, das ist auf alle Fälle richtig cool Typ. Ja, Mann. Schau mal, da vorne wäre doch ein toller Zeltplatz. Oh, oder? Ja. Ich oder glaub, sollen wir noch weiterschauen? Nein, da könnten wir schon stehen bleiben. Ich denke auch, das ist ein bisschen geschützt und so hier. Ja. Kann von hinten nicht Strip. Kann sich von hinten nichts anpirschen. Nein, das mit den leichten Hügeln sieht verlockend aus. Sehr verlockend. Ja, dann sollten wir hier rasten. Sollen wir da mal einbremsen? Ja, oder? Bro, mach. Ja, bleiben wir hier mal stehen, oder? Ja. Ja. Cool. Okay. Cool. Gehen wir mal runter. Ja. Ja, lass uns mal ein bisschen hier rumgehen und schauen. Ja. Wir sollten dann vielleicht auch Brennholz sammeln. Brennholz wäre auch noch was, ja. Ja. Wäre gar nicht mal blöd. Dude. Halt mal stehen, Mann. Siehst du das vorne? Siehst du das? Was meinst du denn? Siehst du nicht, oder was? Ich seh nix. Seh ich nix. Meinst du den kleinen Kolibri da? Kolibri. Ja, Mann. Der Kolibri ist richtig nice. Ja, warte. Sollten wir den nicht auch wegblasen? Ja. Ja, mach, aber mit was? Du hast jetzt nur die Desert Eagle dabei. Ja, die würde ja reichen für den. Eigentlich schon, ja. Trophäe ist zwar dann nichts, ins Trophäe sammeln und so. Nein, aber... Das ist halt... Aber ich würde schon mal gern sehen, wie sich's... Wie das aussieht, wenn man mit einer Desert Eagle einen Kolibri abschießt. Ja, da wird nicht viel davon übrig bleiben wahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, nein. Aber es wäre natürlich schon eine ziemlich gute Idee. Ja. Also Joe, ganz ruhig. Ich muss ihn erst richtig in die Kimme bekommen. Ja, Bro, ich bin ganz ruhig. Keine Sorge. Wir müssen ein bisschen... Weil die bewegen sich so viel. Die scheiß Kolibris. Ist gar nicht so einfach zu erwischen, Mann. Dude. Ich muss mich echt voll konzentrieren. Der bewegt sich so viel, Mann. Siehst du das? Ist richtig beschissen einzuvisieren. Wenn er nicht so viel rumschwirren würde, Missgeburt. Du musst dich konzentrieren, Mann. Ich versuch's doch. Aber nur mit Kimme und Korn ist nicht so einfach, Mann. Ist echt verdammt schwierig, Dude. Soll ich, Bro? Nein, ich mach das schon. Aber wenn ich den ersten Schuss daneben setze, dann ist er weg. Kannst du vergessen. Der wird nicht wiederkommen dann. Mich wirklich extrem fixieren, muss mich geistig, mental, total runterfahren, wie wenn du einen Sniper-Schuss auf 2 Kilometer setzen willst, weißt du, musst genau zwischen deinen Herzschlägen abdrücken. Jetzt warte kurz noch, bewegt sich halt so viel wie Sau. Jetzt warte kurz, jetzt glaube ich, habe ich ihn gut. Mann. Schöner Schuss, Bro. Glatter Schuss. Hast du die winzigen Federn, wie sie rumschwirren? Ja, das war eine richtige Explosion. Aber das siehst du nichts mehr jetzt. Nein, der wird sich in alle Einzelteile aufgelöst haben. Wahnsinn. Ja, also Kopf als Trophäe ist da nicht... Nein, das ist hier... Das kannst du vergessen. Das können wir getrost abschminken. Aber das können wir auch mit auf die Liste schreiben, was wir schon alles erwischt haben. Auf jeden Fall ein Kolibri. Was haben wir schon alles? Sag nochmal kurz. Also wir haben jetzt schon eine Giraffe, eine Schlange, einen Termitenhügel, einen Löwen und jetzt schreibe ich einen Kolibri dazu. Ja. Okay. Ja, haben wir doch schon einiges, aber was halt wirklich noch geil wäre, wäre ein paar größere Viecher. Ja, das wäre amazing. Absolutely amazing. Absolutely, man. Yes. Yeah. Absolute motherfucking shit, man. Yes. That's great, man.
Ja, komm, lass uns wieder mal lass uns zum Auto gehen. Ich würde sagen, wir fahren dann weiter. Würde ich auch sagen. Aber schöner Schuss, Bro. Hast du absolut? Ja, aber ich habe mir auch wirklich, ich habe mich so konzentrieren müssen, Mann. Du hast auch richtig geschwitzt, wie ich sehe. Ja, mir läuft die Suppe runter. Ja, sehe ich. Musste dich ein bisschen mit meinem Handtuch abwischen. Ja, dann gib mal her, das Scheißding. Ja, hier. Oh. Unglaublich. Verdammt heiß heute. 40 Grad in diesem Drecks-Afrika. Ja. Steppen. Das ist Wahnsinn, also wirklich. Ja, unglaublich. So, dann fahren wir wieder weiter, komm. Ja. Endlich wieder so ein bisschen bequemer hier wieder so laufen. Auf jeden Fall. Alter, in den Drecks-Steppen-Scheiße hier. Sehe ich auch so, ja. Muss ich auch sagen, ja. Da wird man richtig müde. Direkt gemütlich. Ja, jetzt werde ich schon richtig müde, muss ich sagen. Ja, die Sonne geht ja auch schon fast runter. Ja, wir sollten dann schon mal Zeltplatz suchen. Ach so, wir wollten eigentlich vorher den Zeltplatz nehmen, aber der war irgendwie scheiße. Gell? Ach, scheiß drauf. Der war eh scheiße. Ja, fuck off. Ja, das ist nicht so wichtig, Dude. Real shit, man. A real shit, yes. Real shit, man. Okay. Aber hier vorne, wenn wir in die Richtung fahren, das sieht, glaube ich, besser aus mit dem Schlafplatz. Bisschen hügelig. Ja, aber bisschen hügelig, ja. Sollten wir hier abbiegen vielleicht. Könnten wir schon was finden, ja? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Müssen wir nur schauen, dass es ein bisschen geschützt ist. Ja, von hinten darf halt nichts an uns rankommen. Weißt du? Ja, bei diesen Drecksviechern, da kannst du eh nicht in Ruhe schlafen. Also ich schlafe sowieso mit meinem Gewehr. Das ist eh sowieso Standard, ja. Also eins tue ich mir im Schlafsack rein, ein Gewehr. Ja. Und eins und das Kissen. Solltest du nur natürlich ein bisschen aufpassen, dass du dir nicht selber irgendwo ins Bein schießt. Ja, aber dafür gibt es eine Sicherung, Casey. Ja. Dafür gibt es doch die Sicherung. Ja, die wäre sinnvoll in dem Fall, ja. Das muss ich auch sagen. Die tue ich natürlich auch rein, die Sicherung. Das würde ich dir empfehlen, ja. Na gut. Aber schöne Jagd, ja. Ja, hat mir auch sehr gefallen bis jetzt. Wie war es eigentlich letztens? Du warst doch letztes Jahr auch auf Jagd in Alaska oben. Ja, war auch schön. Hast du da einiges erwischt auch? Da war ich mit Bobby. Mit Bobby, ja? Ja, ich hab's gehört, ja. Ja, war auch schön, ja. Ich wollte eigentlich auch mit, aber ich habe leider nicht frei bekommen. Ja, aber was haben wir da alles erschossen? Mit Bären. Bären laufen da ja mehrere rum. Eigentlich zwei Bären haben wir erschossen. Zwei Bären, oder? Aber Bobby hat einen in den Kopf geschossen, das war natürlich dann scheiße mit der Trophäe. Für den Arsch, ja. Das kannst du vergessen, ja. Aber, mit Elchen? Laufen da Elche auch rum? Ja, Elche haben wir auch erschossen, einen. Ja, schön. Aber der war so hässlich, da haben wir den Kopf gar nicht abgeschnitten, da haben wir ihn einfach nur liegen lassen. Ja, das kann man auch mal machen. Ja, also es war so ein hässlicher Elch, weißt du? Ja, das sind ja auch hässliche Viecher. Es war so hässlich, das Vieh, Bro. Dude, da kann ich nachvollziehen. Das war Wahnsinn, ja. Ja, na gut. Ja, was sollen wir machen? Da vorne sieht es nicht schlecht aus, oder? Ja, fahr mal noch das Stück. Ah, ist ja wohl richtig beschissen zum Fahren hier. Ja, richtige Scheißstrecke, Bro. Eine Holperstrecke. Ja. Katastrophe. Scheiße, Mann. Dude, da vorne geht's anscheinend runter. Man sieht gar nicht, wo es lang geht. Ja, aber wir müssen hier jetzt einen besseren Lagerplatz finden, weißt du? Vielleicht finden wir, wenn wir da runterfahren, ich denke, da wird bestimmt was zu finden sein, wo wir das Zelt aufbauen können. Vielleicht ein bisschen geschützt auch oder so. Richtig unnice hier zu fahren. Total unnice. Ja. So, jetzt warte, da vorne geht's jetzt runter. Scheiße. Scheiße, Mann! Oh nein, pass nein! Auf. Da ist ein Graben! Oh nein, Mann! Scheiße, Casey! Oh, Casey!
Bro? Geht's dir gut? Holy shit! Ich spür meine Beine nicht mehr. Ich glaub, die sind gebrochen. I think my leg is broken. Yeah, man. Oh, shit, man. Motherfucker. Ich kann nicht mehr laufen, Mann. Verdammt, die Scheiße. Was sollen wir jetzt machen? Ich kann nicht mehr gehen. Ja. Oh nein. Oh verdammt, was ist das? Das hört sich an wie ein Hyänenrudel. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich will nicht sterben. Ja, das ist Nervennahrung natürlich, ja. Bei dem Stress. Gut, die sind natürlich da, ja. Ja, haben wir dann auch. 10 Dosen Bohnen. 10 Dosen Bohnen. Dosen, warte mal. 15, zähl mal nach. Warte mal, wo sind hier die Dosen, bitteschön? Ja. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, haben wir alles da, ja. Passt. Ja, dann aber 10 Dosen Pfirsiche müssten auch noch da sein, aber die braucht Pfirsiche nicht alle zählen. Nein, aber ich nur mal grob die mal schon. Also hier, 2, 4, 6, 8, 10, passt. Okay, passt. Gut, dann haben wir 30 Dosen Flying Horse. Oh, 30 Dosen Flying Horse. Also das ist natürlich Pflicht. Ganz wichtig, ja. Fit bleiben. Haben wir hier. Okay. Dann 5 Flaschen Whisky. 5 Flaschen Whisky ist natürlich auch äußerst wichtig. Ja, äußerst okay. Wichtig. Und dann noch 20 Flaschen Bier. Gut, das sehe ich da, den Träger. 20 Flaschen Bier, ja, die haben okay. Wir alle hier. Und 3 alles Feuerzeuge klar. Noch. 3 Feuerzeuge. Das wäre es jetzt. Ja, warte, ja. Ja, passt. Okay. Soweit wäre das alles auf der Liste. Haben wir alles auf der Liste, oder? Müsste alles drauf sein, ja. Okay. Alles klar, Dude. Dann lass uns mal losstarten, oder würde ich sagen? Ja, Bro, Mann. Ja, Mann. Crazy shit. Ist total crazy. Das wird richtig amazing, ja. Ich freue mich schon. Absolut amazing. 2 Jahre freue ich mich schon auf diesen Trip. Ja, das wird top, Mann. Ja, Mann. Würde ich sagen, fahren wir mal los. Ja. Siehst du da vorne die kleine Baumreihe da? Oh, das ist aber ganz schön weit entfernt. Ja, es ist ziemlich weit weg, aber mit unserem Hammer sind wir da gleich, Mann. Fährst du oder soll ich? Dude, ich werde fahren. Oder du nein, fahr du. Hey, danke, Bro, Mann. Ja, dann kann ich mich dann hinten auf die Browning stellen, wenn es wäre. Okay, was denkst falls du? Falls wir was sichten. Denkst du, in der Oase ist was, da hinten? Ja, es könnte schon sein, hey. Schauen wir mal. Bei so einer Oase, wo ein bisschen Schatten ist und so. Was treiben sich da für Mistviecher rum? Könnte schon irgend so ein Drecksvieh rauskrabbeln. Okay. Aus ihren Löchern. Ja, dann lass uns nachsehen, Bro. Ja, alles klar, Dude. Okay. Ich würde sagen, fahren wir einfach mal los, oder? Ja, Mann. Okay, warte, schmeiß an die Karre. Okay, Mann. Alles klar, Mann. Gut, dann warte. Schmeiß mal an. Dann starte ich jetzt. Oh, das ist ein Sound, Mann. Absolut. Ja, okay, Mann. Los geht's. Würde ich sagen, schauen wir mal, ob uns da vorne irgendwas über den Weg läuft. Ja, Mann. Yippie-yay, Mann. Absolutely amazing, man. Ja, schau mal, wir kommen hier, wir sind eh gleich da, Mann. So weit ist es auch nicht. Das geht gut ab, der Hammer, Bro. Ja, voll. Das ist natürlich ein übelst geiles Teil. Ja, ein richtig nices Gerät ist das. It's amazing product, man. Ja, auf jeden Fall. Absolutely. Ja. Absolutely amazing, man. Yes.
Ja, Dude, soll ich da mal, soll ich mal hinten aufs Browning raufklettern? Ja, warte noch. Ja, warte, oder soll ich nicht schon mal rauf, dann könnte ich schon mal reinstrahlen. Und du kannst schon mal ein bisschen spähen, ja. Strahlen wir einfach mal in den Wald rein hier. Ja, warte. Vielleicht läuft was raus, Mann. Warte, ich fahr hin ein bisschen noch ein Stück, dann dreh ich um, warte. Ja, schau mal, da ist eh noch so ein kleines Waldstück. Ich würde sagen, wir fahren immer im Kreis um das Waldstück rum und ich strahle einfach voll rein. Echt, meinst du? Ja. Okay, dann los geht's. Vielleicht läuft was raus, warte, ich kletter mal hinten raus, Mann. Okay. Ich kletter mal rauf, Alter. Wow, wird das amazing, Mann, komm schon. Absolut amazing, man. Und los geht's, komm, ballern, Mann. Soll ich einfach mal reinstrahlen, oder? Ballern, strahl, Mann. Ja, Alter, los geht's, Mann. Dude. Yippie-yay! Bro, du bist wirklich der Beste, Mann. Heilige Scheiße, Mann. Warte, ein bisschen noch, Mann. Kurz noch. Was Scheiße, Mann, da läuft ein Elefant raus. Siehst du den, Mann? Boah, was für ein Gerät, Mann. Schieß drauf, Mann. Legen um das. Ja, mit. Warte. Los, warte, ich hab ihn! Wow! Yippie-yay! Wow, Mann! Yeah, Mann! Das ist absolut amazing! Jetzt liegt er! Der platzt ja richtig! Halt noch mal ein bisschen drauf, Mann! Zuck noch ein bisschen! Mehr noch! Einmal noch, Mann! Einmal noch! Ja. Ich glaube, das reicht, Mann. Gut. Hör auf. Ja, passt. Okay. Passt. Ja, warte, Mann. Bleib mal stehen. Ja. Na oh, gut. Mann. Dann würde ich sagen. Schaut gut aus, würde ich sagen. Ich würde sagen, schneiden wir ihm den Kopf ab, oder? Ja, das Trophäe. Wir sagten noch, wir nehmen nur die Köpfe, oder? Ja, klar. Alles andere. Das steht auf jeden Fall noch. Damit wir unseren Homies daheim mal alles zeigen können. Ja, genau, Mann. Okay. Genau. Dann wird natürlich ein bisschen kompliziert, das nach Hause zu schmuggeln, aber irgendwie, ich habe Beziehungen, weißt du. Okay. Sag ich meinen Kollegen hier, der stationiert ist, soll es über Militär mit dem Militärflugzeug nach Hause fliegen. Ja, das ist super. Kein Stress, Mann. Okay, Casey, los geht's. Lass uns mal hingehen. Alles klar, Dude. Spring runter vom Truck. Okay. Alles klar, schauen wir uns mal an. Oh, das hast du ja ganz schön getroffen, ja. Das Vieh. Sauber niedergemetzelt, würde ich mal meinen, ne? Wahnsinnige Schüsse, Bro. Ja, absolut amazing. Das hast du richtig gut gemacht. Ja, okay, sollen wir dann schneid Trophäe, mal, oder? Dann schneid mal den Kopf ab. Soll ich, oder was? Ja. Alles klar, Mann. Dann lass uns mal anfangen. Au. Das macht sich sehr gut an deiner Trophäensammlung. Ja, aber es ist ganz schön eine Sauerarbeit. Ja. Boah, dass du da durchkommst, Mann, mit dem Riesenschädel. Wow. Ja, das sind noch Knochen im Weg. Ja, die müssen. Kann ein Stück da. Geht schon, Mann. Okay. Boah, das Ding ist schwer, Mann. Warte, ich heb dir die Tüte auf. Ja, wie willst du einen Elefantenkopf in die Tüte? Den müssen wir einpacken, richtig. Ein bisschen einwickeln, bin ich. Ja, komm. Okay. Passt schon, ey. Pack mit an, Mann. Ja, los, auf geht's. Hinten rein in die Laderampe, Alter. Okay. Oh, Mann. Oh. Du musst dir mal vorstellen, Mann, Casey, Bro. Was wir geht denn? Wir sind jetzt erstmal 10 Minuten hier in Afrika, Mann. Und da haben schon einen Elefanten erlebt, Mann. Wie geil ist das denn? Das ist absolut crazy, ja, shit, Mann. Ja, Mann. Das kannst du mal laut sagen, Dude. Ja, Mann. Das wird ein richtig geiler Trip noch. Absolut amazing. Unglaublich. Hey, Mann, ja. Warte mal. Was ist, was? Eine Schlange, Mann. Siehst du die davon? Ja, geh hin. Ja, warte, ich nehme meine Spaß aus.
Okay. Komm, mit der Spaß kriegst du leicht. Leg an. Ja, Mann. Oh! Wow! Gib dir das, ja, Mann. Ja! Nice! Richtig geil. Ja, wow. Warte mal. Joe, es reicht, glaube ich. Ein paar braucht sie noch, Mann. Joe, es reicht, denke ich. Wie willst du den Kopf aus Trophäen? Den findest du ja nicht mehr. Ach, stimmt. Ja, dann lade nach. Passt schon, aber jetzt lass gut sein. Ja. Ja, den Kopf können wir vergessen, da hast du recht, Kelsey. Ja, den kannst du nicht mehr brauchen. Na, egal. Mann. Egal. Alles klar. Nice. Ja. Ja, vielleicht finden wir nochmal eine Schlange, Mann. Ja. Ja, dann lass uns wieder weiterfahren. Ja, warte, gehen wir mal wieder zum Cheaten. Ja. Also ist echt absolut great, yeah, dass wir jetzt schon nach dieser kurzen Zeit, Mann. Eine Schlange und einen Elefanten, wie geil, oder? Ja, gut, die Schlange haben wir ja nicht viel davon, aber... Aber sie bleibt in unserer Erinnerung. Ja, auf alle Fälle, ja. Mann. Vielleicht finden wir nochmal eine. Ja, bestimmt. Okay, ja, starten wir wieder los, oder was? Ja, würde ich schon sagen. So. So, ich starte. Start mal, Joe. Ja, Dude. Ja. Schau mir mal, was jetzt noch so vor die Flinte läuft, würde ich sagen. Das ist ein richtig geiler Trip. Absolut, da habe ich richtig was meinen Kindern daheim zu erzählen. Ja, das wird richtig nice. Da freuen sie sich bestimmt, wenn Papa wieder schöne Trophäen mit nach Hause bringt. Auf jeden Fall. Du musst ja auch irgendwo ein Vorbild sein für deine Kinder. Ja, eben. Ja. Deshalb meine ich ja. Ist klar und so. Ja. Aber ich hätte dich auch gern als Papa. Als Daddy. Das glaube ich dir. Ja. Ist ja auch nice. Ja. Hey, Dude, gib mir mal einen Whisky rüber. Whisky? Ja. Immer. Ja, danke, Mann. Ich auch mal einen Schluck. Oh, lass dir schmecken, Joe. Lecker, ja. Absolut lecker. Das ist der gute Stoff. Ja, Dude, schauen wir mal, was wär noch schön, wenn wir noch vielleicht einen Nashorn finden. Nashorn wäre natürlich richtig nice. Das würde mir auch sehr gefallen. Das wäre richtig amazing, Dude. Wir brauchen ja aber großes Kaliber für das Vieh. Ja, wir haben ja Elefantenbüchse 700 Nitro dabei. Ja, klar. Kein Problem. Das wäre kein Problem. Zur Not wäre RPG auch noch am Start. Ja, das ist natürlich die Notlösung. Da kriegst du alles damit klein. Ja. Oder halt mit unserer Browning. Geht natürlich auch. Ja. Haben wir beim Elefanten schon gesehen. Ja, klar. Richtig gut, oder? Siehst du das da vorne? Oh ja, was ist denn das für eine Herde? Oh, das sind ja schöne Giraffen. Giraffen? Oh ja. Ja, sollen wir da mal einbremsen hier kurz? Ja, da fahr ich hin. Ja, fahr mal hin. Okay, bleib hier stehen. Ja, das sind Giraffen. Bleib stehen. Ja. Wollen wir uns hinschleichen oder denkst du, die hauen ab? Ja, lass uns einfach mal ein bisschen näher gehen. Ja. Leise. Dude. Psst. Ich rede mal. Ja. Schöne Trophäen, würde ich sagen. Werden da angebracht. Was meinst du, was soll ich ihn nehmen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde es mit der Mega PG 945 versuchen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja. Hier mit meiner 8-fach Vergrößerung kann ich meine richtig schön vielleicht aufs Auge zielen. Nein, nicht auf den Kopf, Mann, den brauchen wir noch. Ach stimmt, auf dem Hals. Auf dem Hals, ja. Und der ist ja lang genug.
lieg auf dem Baumstumpf da auf. Auf dem Baumstumpf? Das ist eine gute Idee. Ich hab's drin. Ich hab's. P99 habe ich. Warte mal. Gut. Ja, habe ich auch. Dann eine Fährlacher Kipplaufbüchse. 308 Punkt Kaliber. Ja, warte mal. Hier. Habe ich auch abgehakt. Gut. Dann habe ich noch eine Spaß. 12. Kaliber 1270. 1270, ja, Schrotkaliber. Ja, halt. Ja, habe ich auch. Warte, ich revidiere mal durch. Okay, alles funktioniert. Dann haben wir noch ein Barrett M98 Scharfschützengewehr. Oh, ja, super Gerät. Das hast du top ausgesucht. Ja, ich stehe auf das Teil. Ja, was für Vergrößerung hast du drauf? 12-fach. 12-fach, ja, das reicht leicht, ja, natürlich. Ist schon so. Ja, hake ich auch ab. Okay, und dann habe ich noch eine AK-47 dabei. Oh, AK-47? Ja, ich stehe einfach auf AK. Ja, habe ich auch. Gut. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Revolver Nummer 3 dabei. Revolver Nummer 3, das ist auch nice. Eine Rarität aus dem Wilden Westen. Oh, schön, ja. Schön, ja. Okay, habe ich auch abgehakt. Oh, und was hast denn du Schönes dabei? Ja, dann schauen wir meine Liste. Ja. Ja, ich habe mir auch ein paar so schöne Stücke, ja, hast du dabei. Gut, 08 Pistole. Pistole 08, ja, die habe ich natürlich, weil das ist ja... Das ist eine Rarität. Ja, das ist das Erbstück von meinem Opa. Oh, schön. Die hatte er noch damals im Zweiten Weltkrieg benutzt, höchstwahrscheinlich, und hat er mir vererbt. Die hat er versteckt. Geil. Die hat er im Garten vergraben, wo die eingelaufen sind. Wow, geil. Ja. Ja. Dann, was hast du noch? Eine P90? P90 Maschinenpistole, ja. Eine P90, okay, schön. Und dann ein Mercury Repetierer, Kaliber 308. Mercury Repetierer, ja, habe ich auch abgehakt. Okay, dann eine Desert Eagle, geil. Ja, Desert Eagle, ich habe mir gedacht, falls mir mal, geil. Ja, falls es hart auf hart kommt, ja. Hey, falls mal was zu nahe kommt, bist du mit der Desert Eagle natürlich gut aufgestellt. Ja, muss ich auch sagen. Ja, muss ich auch sagen. Normal reicht eine Desert Eagle, aber gut. Ja. Oh, dann hast du noch eine Stakeout dabei, cool, mit der will ich dann auch mal schießen. Ja, klar kannst du die auch mal schießen. Eine Stakeout 12G, schönes Stück, ja. Ja, Schrotflinte brauchst du einfach. Ja. Hilft nichts. Ja. Und dann haben wir noch eine Viga PG 945. Ja, das ist drin, oder? Das ist jetzt mein Scharfschützengewehr. Richtig geil, ja. Ich habe mir aber nur eine 8-fache Vergrößerung drauf machen lassen. Ja. Weil ich denke mal, das reicht auch. Ja, das müsste reichen. Sonst können wir meine umbauen schnell, dann kannst du den 12-fach durchziehen. Ja, wenn es passt, ja. Okay, und dann hast du noch dabei eine ACR Bushmaster, okay. Die ACR natürlich, Bushmaster, ja. Die ist natürlich auch sehr nice, muss auf ich alle sagen. Fälle, ja, ist richtig nice. Ja, okay, und gut, dann noch zum... Ja, das war es eigentlich, oder? Von Waffen sind... Von Waffen, mehr haben wir nicht dabei. Nichts vergessen, nein, mein, von deiner Liste ist alles dabei, oder haben sie nichts alles vergessen? Nein, ja. Also ich habe eigentlich alles da. Ja, das ist top, okay. Ja, top. Gut, und dann noch zum Allgemeinen kurz, dass wir das schnell durchgehen, das Unwichtige. Ja, Verpflegung halt. Ja, das Unwichtige. So ein Gaskocher. Gaskocher. Das hier, oder? Habe ich hier, ja, abgehakt. Dann ein Zelt. Zelt sollte man auch haben, ja, habe ich auch hier. Dann 30 Liter Wasser. Ja gut, die sehe ich, die stehen da. 30 Liter Wasser. Ja, hier in Plastikflaschen abgefüllt ist. Die können wir einfach liegen lassen. Ja. Heißt, wollen wir nicht lang rummachen. Ja, die schminken wir und schmeißen wir einfach hin. Ja, klar. Okay, und dann zwei Schlafsäcke. Schlafsäcke haben wir auch. Alles klar. Okay. Warte mal, ich schaue nur kurz rein, ob da auch wirklich Schlafsack drin ist. Und? Ja, passt. Okay. Gut, dann 30 Liter Wasser. Hast du ja gerade schon gesagt. Ach, habe ich schon gesagt. Okay, dann 5 Packungen Gummibärchen. Ja.
Hey Mann, Casey, siehst dir an! Siehst dir an, Mann! Was, Joe? Was meinst du denn? Ja, schau doch mal, Mann! Siehst dir an, verdammt! Ich seh's nicht, Joe! Ja, was? Sieh doch mal! Sieh, Mann! Ja, wo soll ich denn schauen? Dann sag mal genauer! Das ist die Freiheit, Mann! Siehst du sie? Tatsächlich! Hier in Afrika endlich die Freiheit! Endlose Weiten! Endlose Weiten, ja! Die Steppe ist unendlich! Alles gehört jetzt uns! Das ist so geil! Ja! Mann! Da vorne siehst du ihn, da steht er schon! Unser Jeep! Oh geil, ein Hammer! Ja! Hast du gut geordert, muss ich sagen! Ja, ich hatte ja bestellt einen Jeep! Ja. Aber ich wusste jetzt auch nicht, dass es ein Hammer wird. Das richtig ist natürlich geil. Richtig geil. Jetzt müssen wir nur noch abchecken, ob die Waffen und dass der Proviant drin ist. Ja, ich hätte eigentlich schon geordert, dass sie alles vorbereiten für uns. Das werden wir gleich sehen. Ich habe gesagt, scheißegal, was es kostet, ich zahl's, stellt mir einen Jeep hin. Voll geil, ey. Mit der Liste der Ausrüstung und fertig. Naja, top. Da habe ich jetzt nicht... lang umgeschissen. Ja, du bist der Beste, Casey. Du bist echt der Beste. Ja, Vorbereitung ist das A und O, Mann. Ja. Das weißt du doch. Ja. Ich habe mich schon 2 Jahre auf den Trip gefreut. Ja, ich mich auch. Ja, richtig geil. Wenn alles gut geplant ist, dann macht's einen heiden Spaß. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich auch nicht. Na gut. So, da wären wir. Ja, dann zeig mal, ist alles drin, was wir brauchen. Okay, wir können Bestandsaufnahme machen. Ja, warte, gib mir mal die Liste. Warte, ich muss durchblättern. Okay. Ah ja, hier haben wir es. Suchst du, oder? Ich hack ab. Hackst warte du mal, ab? Gib mir mal einen Stift. Ja. Nun gut. Ja, passt. Also, wir haben als Bestand 4 Handgranaten. 4 Handgranaten, warte, habe ich. Dann haben wir 2 Jagdmesser. Jagdmesser habe ich auch. 2 Jagdmesser hast du, gut. Dann 8 Molotow-Cocktails. 8 Molotow-Cocktails, ja. Warte. Ja, okay. Habe ich auch, hack ich ab. Gut, dann eine Browning M2 Kaliber 50 BMG. Ja, ist hinten auf dem Jeep montiert, ja, habe ich auch noch geordert. Voll geile Idee, ja. Oder? Du bist echt der Beste, Casey. Du könntest fahren und ich stelle mich hinten drauf, falls ich was sehen kann, ich gleich. Das wird richtig geil. Bisschen reinhalten. Ja. Ja, okay. Ja, okay, hake ich ab, ist abgehakt. Und dann haben wir einen RPG Rocket Launcher. RPG Rocket Launcher. Warte, oh, ist da das, hinten ist steckt das, er, ja. Ist ja. Das Ding schwer, Mann, Alter. Oh. Ja. Das wird aber einen heiden Spaß mit dem rumzumballern. Hake ich ab, ja, hab ich. Dann 2 Speere. 2 Speere, ja. Ja, habe ich auch abgehakt. Dann eine Harpune. Oh, Harpune? Ja. Die habe ich gar nicht gelesen auf der Liste. Für was hast du Harpune hier in Afrika in der Steppe? Für was willst du da eine Harpune? Ja, ich hab mir gedacht, falls wir mal einen See sehen, dann könnten wir auch ein Krokodil schießen. Oh ja, das ist ja, oder? Ja, Top-Idee, ja, muss natürlich. Ich sagen. Gut, dann werden noch eine Elefantenbüchse. Elefant 700 Punkt Nitro Express. Oh ja, das ist mal ein richtiges, ja, das Kaliber. Brauchen wir. Das ist natürlich das Wichtigste. Ja, warte mal. Habe ich auch. Okay. So. Dann haben wir noch. Also jetzt kommen wir zu meinem Bestand, den ich geordert habe. Kannst du da schauen schnell? Ja, schau. Also das wäre eine UMP 45. UMP 45 ist, ja, habe ich auch. Schön, schönes Stück ist das. Hack ich ab. Gut, dann eine Pistole P99.